Da merkt man gerade einen Lag-Spike. Alle Ärmchen werden plötzlich langsamer. Ja, eigentlich bräuchte ich noch mehr Ärmchen, die mithelfen beim Rauslegen. Weil wenn ich das jetzt schneller mache, das hilft mir auch nicht wirklich weiter. Na, guck mal, wie sich das hier staut. Und jetzt arbeitet er schon gar nicht mehr, sondern wartet erst, bis das wieder unter 30 fällt und dann das macht er weiter. Ich bräuchte also intelligentere, noch schnellere Ärmchen. Logical Insertering Improved. Guck mal, wie schnell du bist. Und ob du halbe Ärmchen unterstützt oder nicht. Das machst du nämlich nicht. Ja, und du siehst keine Lücken im Fließband, deswegen kannst du gerade nichts rauslegen. Genau, du bist ein halbes Ärmchen. Das hilft schon mal ungemein. Du nicht. Du auch nicht. Und du auch nicht. Okay, das ist natürlich ein Problem, wenn die jetzt alle nicht closer von da nach da. Dann wir jetzt nur einen halben haben. So sollte das schon mal ein bisschen besser funktionieren. Ja, yep. Double Packs. Trotzdem kommst du im Nachlegen nicht hinterher, weil es jetzt bei dir oben schon wieder voller wird. Du bist einer von den halben, du bist einer von den ganzen. Ja, die rechte Seite wird jetzt richtig schön voll, aber die linke halt nicht. Das heißt, wir müssten jetzt einen von denen, zum Beispiel dich, du bist einer von den Rechtshinlegern, du wirst jetzt ein Linkshinleger. So, das heißt, wir haben jetzt mehrere Linkshinleger, die nicht ganz so schnell sind und dafür ein paar Rechtshinleger, die schnell sind und so geht sich das Ganze hoffentlich auf. Nächstes Problem, was jetzt hier gerade existiert, ist Wasser. Es kommt nicht schnell genug Wasser hin. Das heißt, wir upgraden mal kurz die Anlage hier. Aber wahrscheinlich wird es mit der Reichweite ein Problem sein. Das Wasser wird ja wohl ganz anders hergestellt. So, jetzt die unterirdischen Dinge. Ja. Ah, wird jetzt bestimmt viel schief gehen. So, mehr von den Untergrundrohren. Ich hätte gerne Yuki Liquids. Da muss ich gleich schauen, wo das Wasser überhaupt herkommt. Von oben nicht. Von unten nicht. Also von rechts, das wäre hier. Das läuft alles über ein einziges Rohr. Das ist schon mal nicht gut. Stattdessen mache ich das jetzt von hier, dass es über zwei Seiten kommt, von oben und von unten gleichzeitig befüllt wird. Das könnte helfen. Ja, trotzdem sieht das noch nicht so wirklich gut aus. Zumal ja auch noch alte Rohre benutzt werden. Bum, 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 bum. Effektiver hier. Das müssen wir da oben auch nicht machen, weil wir längere Rohre haben. Ja. Müsste so auch gehen. Hier ist der Anschluss dazu. Das heißt, wirklich von ganz hier hinten kommt das Wasser. Und hier wird schon sehr viel Wasser verbraucht für die Anlage unten, für die Stromgewinnung. Das heißt, nur das, was von der Stromgewinnung überschüssig ist, geht dann nach da weiter. Habe ich davon noch welche vorbereitet? War das hier? Nee. Stinkmale Wasserpumpen. Liquids dann wahrscheinlich, ja? Ja. Und ich sehe leider nichts gelb markiertes. Ah, doch hier. Industrial Liquid Mixer. Das sind aber die, die... Oh, ne. Electric Water Generator, Crafting Speed 1. Industrial Liquid Mixer, Crafting Speed auch 1.
haben beide einen Slot. Das heißt, du bist eigentlich nur teurer als die. Bist nicht wirklich vom Prinzip her besser, sondern du kannst einfach nur noch ein zweites Rezept. Sehe ich das richtig? Verbrauchst auch mehr Strom und produzierst mehr Schmutz. Dafür kannst du halt das andere Ding herstellen. Und du stellst her in Schüben von 100 noch was? 120. Und du stellst her in Schüben von auch 120. Ja, aber die habe ich halt schon im Inventar wegen damals, ne? Deswegen pappe ich die jetzt alle hier hin. Dann helfen die mal ein bisschen aus. Und dann guidet hoffentlich. Sammel nicht dort Guide. So, rüber. Ja, dahin. Kann ich das Ganze nochmal irgendwie. Ich überlege gerade, das von hier nach da hinten zu bringen und von hier hinten da unten anzuschließen. Damit es nochmal von zwei Seiten mit Wasser befüllt wird. Aber ich gucke erstmal, wie es jetzt läuft. Hm? Muss ja nicht übertreiben. Guck mal kurz runter. Ob die jetzt durchgehend genug Wasser haben. Ah, sieht gut aus. Ja, rauslegen sieht auch besser. Guckt euch mal das Fließband hier an. Das sieht fast aus wie 50% Leistungssteigerung. Schön. Das heißt, ich könnte uns zwar jetzt rumtüfteln mit grünen und blauen Modulen, die ich auch weiterhin bauen sollte, was mir gerade einfällt. So. Aber stattdessen gucke ich lieber, dass ich die hellblauen Fließbänder hinbekomme. Die wären, wenn denn, glaube ich, hier mit drin. Weil ich brauchte irgendeine Ölsache für. Aber erstmal schauen, ob ich sie überhaupt schon habe. Nee, habe ich nicht. Dann bringt mir das auch nicht wirklich viel, das hier zu bauen. Aber ich könnte nachgucken, was die brauchen. Nee, das ist das Symbol für die Fabriken. Welches ist das neue Symbol für die Fließbänder? Das hier. Das da, genau. Warum zeigen nicht? Egal. Wir brauchen für die Dinger Lubricant und Fast Transport Bells und die Iron Kiwi. Ich habe eine rote Fließbandproduktion draußen schon, das ist richtig. Aber Lubricant nach draußen zu bekommen, wird das schwierig. Hier. Geht. Gehen wir hier raus. Bring dich dahin. So, sollte jetzt mit nichts verbunden sein. Und wird dann bei der Fabrik rechts jetzt rausgeschmissen. Beim zweiten Ausgang über dem Wasser. Problem dabei ist allerdings, dass die denn sich jetzt verbinden könnten. Deswegen hoffe ich mal, es geht so. Ja, es geht so. Okay, super. Das heißt, ich müsste jetzt nur von hier das Ganze hinbringen zu der Anlage da hinten. Was problematisch sein könnte, weil es ja doch eine ganz schöne Strecke ist. Jo, ist eine ganz schöne Strecke. Warum genau machen wir diesen komischen Schwung hier? Diesen Bogen? Kann mir keiner erklären. Okay. Dann ändern wir das doch einfach. Nein, aus. Gut. Den können wir hier setzen durch normale. Die wir gerade aufgehoben haben, die Untergrundbelts kommen dahin. Und das passt dann soweit. Das heißt, hier kommt jetzt die Fabrik hin, mit der ich. Lass kurz abbrechen, bitte. Hier kommt dann die Fabrik hin, die hellblaue Ärmchen herstellt. Die bekommt Lubricant von unten, wahrscheinlich mit einer Direkteinspritzung. Wir müssen mal schauen. Und auch schauen, ob das Yogi-Ding das Rezept überhaupt nutzen kann. Mist. Ich muss mal ganz kurz mich erleichtern. Hier war das gute Zeug mit drin, ne? Okay. Okay, das ist nicht unbedingt gutes Zeug, aber es kann da rein. Hier war die Mischmaschkiste.
Waffen brauche ich auch gerade nicht so viel. Die Tränke können gleich weg. Alte Rohre können weg. So. Tränke wird man am besten direkt bei den Dingern hier los. Einfach so reinschmeißen. Gut. Wo war ich? Hier war ich. Tränke werden ganz mal raufgelegt. Du schmeißt gerade keine neuen raus. Tu das dann bitte. Wenn wir die ja doch regelmäßig verbrauchen. Na, mache ich alle rein. So. Du bist endlich fertig. Muss man Fabrik hin? Hatte ich nicht? Achso, ist auf dem Boden gelandet, stimmt. Eine hier und ich glaube eine unterwegs auch noch irgendwo. Ah, werden wir schon drüber stolpern. Brauche gleich nochmal eine. So, dahin. Ich hätte ganz gerne. Sind die vielleicht irgendwo anders einsortiert worden? Nein. Ups. War falsch. Bitteschön. So. Also ich brauche eine ganz normale Fabrik. Hier. Ah, das war gar nicht in der Fabrik. Das war in der Chemical Plant, ha? Huh? Oh. Oder ich habe das noch gar nicht erforscht und deswegen kann ich das noch gar nicht bauen, weder in Yuki-Fabriken noch in normalen Fabriken. Ich hatte ja nur vorher über D geguckt, was man dafür bräuchte. Deswegen wollte ich schon mal vorbereiten. Was an sich ja auch ganz nett ist, aber ich müsste es auf die Höhe bringen. So, also Anschluss steht. Irgendwie ist hier aber keine Flüssigkeit, weil da noch was fehlt. Gut. Also Anschluss steht, sobald die Cargo Planes fertig sind, können wir die schnelleren Fließbänder erforschen. Mit den schnelleren Fließbändern können wir den Abtransport von den Eisenplatten unten beschleunigen. Dadurch kommen hier bei den grünen und roten Chips mehr Ressourcen an und die werden schneller hergestellt, wodurch dann auch die rote, quasi die blaue Trankproduktion schneller funktioniert. Das heißt, ich könnte euch jetzt wieder lila machen, weil ihr jetzt ja anscheinend doch durchgehend arbeitet. Fast. Jetzt mangelt es an roten Chips. Und an Kupfer? Oder warum kommen die roten? Ja, das war so klar. Das war so klar. Kaum habe ich eine Sache einigermaßen gefixt, kommt die nächste. Das heißt, hier bräuchten wir jetzt noch die hier von unten closer nach oben. Warum tust du das nicht? Weil ich dich falsch eingestellt habe. Ja, okay. Du nimmst bitte. Oh, warte. So? Nee. Closer, unten, oben. Ja, jetzt funktioniert's. Okay. Das läuft da schon mal drauf. So, das Kupfer kommt beim Draht nicht genug an. Das hier war vollkommen irrelevant gerade. Ich sorge jetzt nur dafür, dass das Fließband jetzt schön voll aussieht. Was ja auch ganz nett ist und so, aber nicht so wirklich die Priorität sein sollte. Stick Inserter. Gib mir mal ein paar mehr Stick Inserter. Und ich sehe schon wieder, ich brauche ein paar davon. Hier. Dum, dum, dum. Die alle abbrechen. Stick Inserter bauen. Achso, Cursed Stack Inserter bauen. Weil ich würde das ganz gerne hier unterstützen. Von da nach da. Blub. Damit das Entladen wesentlich schneller geht. Und unten mit normalen Stack Insertern das Einlagern. Mal schauen, wie das so funktioniert. Ich merke auch, ich habe nicht genug normale blaue Ärmchen. Die muss ich mir hier leider vom Mund abspeisen, weil ich habe dafür keine Kiste. Habe ich überschüssige Lederhämmchen? Ja, die kann ich dafür als Ausgleich da reinwerfen. Auch wenn die viel lieber rote Chips als Ausgleich hätten. Ich weiß.
Geht nur gerade nicht so wirklich. So, jetzt habe ich noch 60 blaue Ärmchen, das hilft dann auch. Das läuft auch zu hakelig. Nee, ich denke, ich steige da oben auf die Dinger. Macht dann wieder beim... Nee. Sobald die Fabrik merkt, dass alle Kabel rausgelegt werden, braucht sie einen Bruchteil einer Sekunde, bevor sie sagt, oh, ich habe kein Kupfer mehr. Ärmchen, könnt ihr mir bitte Kupfer geben? Und sobald die Ärmchen das hören, was auch nochmal ein Bruchteil einer Sekunde dauert, dann nehmen die sich erst wieder was. Von unten und links nach oben. Gucken wir mal. Das läuft schon mal besser. Ich bräuchte das mit einer Kurve. Special Situation. Oh nice, das ist schon mal Cargo Planes. Cargo Planes, ich wollte als nächstes die hier. Go. Das sieht schon mal sehr gut aus. Aber das hat jedenfalls geholfen. Die Yuki-Ärmchen haben mir tierisch geholfen. Ich wollte trotzdem nochmal den hier testen, ob das denn der richtige ist. Du nimmst Kupfer, Draht. Und dann starre ich mal auf die Zahl. Wir sind bei 84, 94, 104, 114, 124. Das ist ein sehr schöner Aufwärtstrend. Okay, kann ich also ignorieren. Das heißt, nächster Schritt. Was fehlt jetzt bei euch? Plastik ist durchgehend da. Ihr habt uralte Ärmchen. Uralte Ärmchen. Arbeitet mal mit denen. Und den und den. Warum nimmst du dir gerade nichts? Achso, weil kein Kupferdraht ankommt. Okay, nächstes Problem ist, dass das Draht, was jetzt hier auf dem Fließband landet, auf einem langsamen Fließband landet und die vordere Rotchipfabrik das wegschnabuliert, bevor die hintere was abkommt. Dem sollte jetzt ja, doch immer noch so sein. Weil das Rauslegärmchen nicht schnell genug ist. Okay, das kann ich ja abermals beheben. Durch dich. Sieht besser aus, sieht besser aus. Aber noch nicht schnell genug. Ich bräuchte jetzt so ein... Ich hoffe, das macht das, was ich denke, was es macht. Ich bräuchte eins, das von unten rechts und nach unten links legt. Was schon eine recht spezifische Sache ist. Hexagon-Morphen. Das könnte auch funktionieren. Braucht auch einen Filter für Draht. Joa, damit ist es voll. Nice. Ah, sieht doch viel, viel besser aus. Und Rotchips werden ausgespuckt, wenn nichts Gutes. Keine Produktivitätsmodule rein. Nö, nö, nö. Noch eine rote Chipfabrik? Fragezeichen. Ich denke nein. Dann werde ich wieder Probleme bekommen, dass die hier nicht hinterherkommen. Wobei ich auch die alle umstellen sollte auf andere Ärmchen. Dann passt das hoffentlich. So, jetzt können wir die blauen Transport Belts, die ich vorbereitet habe, auch ordentlich bauen. Und damit können wir dann weiterhin den Rohstoffproblem entgegenwirken. Wobei, momentan sieht es wieder ganz gut aus, aber ich weiß, sobald der nächste größere Schwung kommt an Veränderungen oder an neuen Dingen, wäre das wieder ein Problem. Und dann ist es halt schön, das schon mal zu haben. Nächster Schritt, was die Forschung angeht, wäre jetzt die Flying Fortress. Uni, Concrete, Research. Klingt jetzt nicht sehr wichtig, aber ich will, dass die Landestelle für meinen Batwing und später für die Flying Fortress auch cool aussieht. Also mit so einem Concrete-Feld in der Mitte und dann dieses rot, nee gar nicht, gelb-schwarze Warnfeld außenrum. Dass man so wirklich explizit erkennen kann, das ist was Besonderes, da muss was Besonderes hin.
Und zwar mein Batwing.